wir haben in Deutschland über die Wulff-Affäre gesprochen, in allen Details und in allen Verwinkelungen. Der normale Mensch fragt sich, wie hält das einer aus? Ja, das bin ich vielfältig gefragt worden. Manchmal habe ich mich das auch gefragt. Ich glaube, man muss sehr überzeugt sein von dem, was man gesagt hat, gemacht hat, vorhat. Davon muss man überzeugt sein. Das war ich. Ich würde auch die wesentlichen inhaltlichen Äußerungen von Kritik beim Papstbesuch an der katholischen Kirche über Kritik an der EZB zur Europolitik, wie auch zum Atomausstieg oder zur Frage, dass der Islam inzwischen zu Deutschland gehört, allesamt wieder so machen. Habe damit aber natürlich durchaus verschiedene mit Zorn auf mich gezogen, die sich dann auch aus anderen Anlässen heraus versammelt haben. Wie stark abgestimmt oder unabhängig voneinander ist mal dahingestellt. Also man muss davon überzeugt sein, was man macht. Und ich habe am Ende gedacht, das ist jetzt ein Kampf zwischen Politik und Medien, den dürfen die Medien nicht gewinnen. Also demokratisch gewählt von der Bundesversammlung mit absoluter Mehrheit im dritten Wahlgang, okay, habe ich aber nie so belastend empfunden. Ich habe 9 Jahre gebraucht, um Ministerpräsident zu werden. Da sind 9 Stunden, um Bundespräsident zu werden. Im Grunde genommen natürlich im Vergleich auch keine so große Aussage. So habe ich mir das noch nie zusammengerechnet. Ja. Aber ist was dran. Also da ist wirklich was dran. Jedenfalls gewählt und von der Judikative freigesprochen. Das heißt, Exekutive, Legislative, Judikative, da habe ich an sich keinen Konflikt gehabt. Ich hatte ihn mit der vierten Gewalt, den Medien. Und da gibt es Chefredakteure, die sagen ihren Redakteuren, wir sind die vierte Gewalt, aber welches sind nochmal die anderen drei? Und diese Abgehobenheit von medialen Vertretern, die können wir uns auf Dauer nicht leisten. Es muss wieder eine Rückkopplung geben mit den Vertretern des Volkes. Und das Volk ist da am Ende nicht groß gefragt worden, sondern es war eine mediale Auseinandersetzung, die ich dann verloren habe, weil man es geschafft hat, die Staatsanwaltschaft zu einem Antrag auf Aufhebung der Immunität zu bewegen. Heißt aber übersetzt, Sie sind von den Medien auch abgesetzt worden als Bundespräsident. In der Konsequenz haben Medien mich angeklagt, verurteilt, das Urteil vollstreckt und das Ganze positiv als großen Erfolg kommentiert. Sie haben das gleiche Problem, die Medien, jetzt verärgerlich meine ich mal, wie wir Politiker. Wir haben beide den Verlust des Vertrauens. Uns wird nicht mehr vertraut. Und wir müssen beide darum bemüht sein, durch respektvollen Umgang, weil wir eine starke Presse brauchen, eine freie Presse brauchen als Wahrer und Mahner. Und wir viele frei gewählte Politiker brauchen, dass wir unser Ansehen steigern. Das heißt, wir haben gemeinsames Interesse. Die Justiz hat Fehler gemacht, darüber muss diskutiert werden. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Di Lorenzo, die Politik hat Fehler gemacht und die kommen fast am besten im Moment noch dabei weg. Aber was war der Grund nach Ihrer Beobachtung, dass gerade so viele Parteifreunde auf Tauchstation gegangen sind? Ich glaube, dass man sich in der Parteipolitik immer sehr anlegt. Man kämpft Nord gegen Süd, man kämpft Volkswagen Porsche, übernimmt jetzt Porsche VW oder in Niedersachsen Porsche. Man konkurriert, man ist im Wettbewerb. Ich habe immer meine Meinung klar gesagt. Ich habe immer sehr gekämpft für die Anliegen, die ich dann auch als Niedersachse vertreten habe. Und die meine Frage war ja, ob die Politiker, wie Sie sie kennengelernt haben, einfach nur feige waren. Also die meisten Politiker waren ängstlich. Manchen Politikern ist gesagt worden, also wenn du dich jetzt auf die Seite von dem Wulff stellst, dann werden wir uns dein Leben mal angucken und deins ist im Zweifel interessanter als das von Wulff. Und es gab natürlich auch Populismus. Wenn mal eine Stimmung in eine Richtung geht, ist es natürlich angenehmer, mit der Meute zu fahren, mit der Jagdgesellschaft, als sich dagegen zu stellen. Gibt es Phasen, wo auch Sie abgehoben haben? Ich bin der festen Überzeugung, als Bundespräsident zu keiner Zeit abgehoben gewesen zu sein. Davor? Das Bild ist ein, auch davor nicht. Ich war nie abgehoben und ich fühlte mich immer mitten in der Bevölkerung auch breit unterstützt. Bis zuletzt stand die Hälfte der Bevölkerung hinter mir. Ich habe tausende Briefe gekriegt, bleiben Sie am Abend, treten Sie nicht zurück.